Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video hier auch mit meiner Mama. Hallo, ich grüße euch recht herzlich. Und heute haben wir so einen leckeren Kuchen. Und wenn ihr mal keine Eier zu Hause habt, könnt ihr diesen Kuchen nachmachen, weil der ist ohne Eier und das einfach zuzubereiten. Und ich würde euch empfehlen, das auch zu machen. Es ist sehr lecker und sehr einfach. Die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Und falls ihr uns noch nicht in Instagram gefolgt habt, könnt ihr auch uns in Instagram folgen. Erstmal verrühren wir Zucker und Öl. Jetzt geben wir Mehl, Milch, Backpulver, Schokopuddingpulver und das verrühren wir gut miteinander. Wenn ihr damit fertig seid, dann müsst ihr mit Öl ein bisschen eure Backform einfetten. Und jetzt gebt ihr den Kuchenteig hinein. So, den Kuchen backen wir dann bei vorgeheiztem Backofen bei 175 Grad für ca. 30 Minuten. Macht wie immer die Stäbchenprobe. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt ihr auch einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Dann sagen wir mal Tschüss!